So, wir stehen wieder vorm Nebel. Ihr seht, ich habe schon drei Blutfiolen verloren und Dennis ist auch dabei und hat mich eben ausgelacht. Recht. Ja, beim Weg hierhin hat mich, bin ich, ich laufe ja an den komischen Frauen da unten vorbei und habe mich ja schon die ganze Zeit über den blöden Schützen beschwert. Ja, und diesmal hatte ich keine Ausdauer mehr und dann meinte der Schütze, ja, oh, dann schieße ich dich doch einfach mal von der Leiter runter. Hat er gemacht. Und nicht nur, dass er mich von der Leiter runter. Oh Gott. Was musst du? Ich habe mal wieder mich nicht gerollt, sondern ich bin gesprungen. Easy. Und dadurch dann natürlich. What? Okay. Gut an, ey. Das fängt echt gut an. Glaube, ich blitz mit Spiel nicht richtig ausgemacht, deswegen habe ich das so in diesem komischen Licht-Online-Modus gefangen. Ja, okay. Warte mal. Das hatte ich beim letzten Mal nicht. Ja, doch, wenn du. Also ich setze meine Konsole ja generell nur in Sleep-Modus und wenn das Spiel im Hintergrund noch an ist, dann setzt das auch in Sleep-Modus und dann macht ihr die halt online kaputt. Alter. Also ich hatte nur beim letzten Mal die Nachricht, ja, hier, nee, bitte Ja, aber du spiel machst deine nicht. Konsole ja ausgefallen, oder nicht? Ach so, ja, Ja, das ist richtig. dann ist es egal. Okay. Dann macht das keinen Unterschied. Oh, ich hasse das, wenn er da hinten ganz in der Ecke steht. Geh raus aus der Ecke. Er folgt mir aber so gar nicht, oder? Wenn du irgendwo in die andere Ecke gegenüber gehst, dann folgt Nein. irgendwer, muss da hinterherkommen. Kannst du uns jetzt machen? Wird Na, genug doch, er bist. läuft, glaube ich, langsam vor. Beim letzten Mal hatte ich das, da habe ich mich eigentlich auch auf die andere Seite gestellt, aber vielleicht war ich, stand er da nicht weit genug in der Ecke. Da hat er einfach seine Kugel, die er über dem Kopf beschwört, immer wieder beschworen und. Na gut, ich meine, die Fläche ist ja groß genug, dass du woanders hingehen kannst, ne? Ja, habe ich ja jetzt auch getan. Dem könnte einfach mal das Mana ausgehen oder so, das wäre toll. Mana von oben sprichst. Und nicht diese Ressource. Der könnte sowas haben, einfach mal. So ein komischer Zauberer hier. Executioner. Hier habe ich auch gerade eine tolle Note davor geschrieben. Da stehst du mal total beschissen. Nicht explodieren lassen, wenn ich daneben stehe. Was soll das denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Aua. Oh Gott, wir stehen ein bisschen sehr nah an der Kante vom Dach. Das hätte ich lassen sollen. Das war einfach so verlockend. Der stand da und es sah so aus, als würde er einfach nichts machen und wäre gestaggert, aber irgendwie hat er irgendwas gechannelt. Warum bin ich eigentlich nicht hinter ihm gegangen und habe ihn geexecutet? Das hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Das funktioniert auf jeden Fall. Man kann den staggern und dann kann man umgehen. Mit 15 Fionen gehe ich da jetzt auf jeden Fall nochmal eben hin. Das müsste eigentlich reichen.
Eigentlich. Na, Aufzug? Na, da. Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum eigentlich unter diesem Aufzug ein riesengroßes Loch ist. Muss das sein? Ja, damit man reinfallen kann, ich weiß. Genau deshalb. Alter, könnt ihr aufhören, mich anzuschreien? So, na. Jetzt habe ich mich erstmal an der Leiter vorbeigerollt gerade. Guck mal, diesmal habe ich auf jeden Fall genug Ausdauer, um hochzukommen. Das war aber eben auch bescheuert, ey. Aber ich sah nur, wie er mich beschossen hat, blickte auf meine Ausdauerleiste und dachte mir so, wenn die leer ist, falle ich bestimmt runter. Und dem war leider so. So. Wieder zur Leiter. Weil eigentlich ist der gar nicht schwer. Ich meine, der hat so ein paar nervige Attacken und was besonders nervig ist, dass er einem fast alles ausweicht. Also wenn ich einmal auf den schlage, irgendwie zu 80% springt der instant weg. So. Nee, da heile ich mich jetzt nicht. Bei dem bisschen, was da fehlt. Instant macht er da seine scheiß Kugel. Hauptsache, ich weich nicht aus. What war das denn? What the? Das war jetzt mal ganz schön unfair. Habe ich so nicht mit gerechnet. Das ist ein scheiß Cool neben mir. Nice. Einmal den Backstep geklappt. Ja, das war schon mal gut. Jetzt holen wir erstmal die Waffe. Oh shit. Okay, wenn er den Stab im Boden steckt, nicht versuchen zu backstabben. Ich meine, beziehungsweise ich hab's geschafft, ihn dabei zu backstabben, aber ja, danach kam die Explosion des Todes. Oh, im Ernst? Jetzt hat er mich mit einer so einer scheiß Kombo, aus der ich mich nicht rausrollen konnte, getötet. Oh. Wie gesagt, also der ist für mich so vom Schwierigkeitsgrad der Top 2 im Moment. Ja. Ich weiß es nicht, es ist einfach... Ich spiele ihn, glaube ich, zu aggressiv. Habe ich das Gefühl. Das, was ich bei vielen Bossen zu passiv spiele, spiele ich bei dem zu offensiv. Muss eben eine Runde Blutführung mir holen gehen. Weil wenn ich den, glaube ich, ruhiger spielen würde, hätte ich gar nicht, also zumindest in den ersten Phasen, nicht so die Probleme. Und das mit der, wenn er da seine Waffe im Boden steckt... Das habe ich ja auch schon raus, wie man das kontert. Also wenn da so komische Blitze dann rauskommen. Warum bringt man eigentlich immer in eine Gruppe ein? Eingeladen hat er mich nicht, aber es ist einfach die Nachricht da, dass es da ist. Ach so. Oder ist es auf Deutsch anders beschrieben? In Deutsch... Ich muss das beim nächsten Mal. Ich meine, das steht richtig in der Gruppe eingeladen. Hier steht nur, dass er in eine Gruppe gejoint ist. Okay. Dass ich das auch machen kann, wenn ich möchte. Achso. Ja, vielleicht habe ich es auch einfach nicht richtig gelesen. Das mag sein. Könnte man jetzt in der Aufnahme nachlesen.
Sehr schön. Direkt der erste kleine droppt mir eine Blutfiole. Der nicht. Quecksilberkugeln kann ich mittlerweile eigentlich auch ganz gut gebrauchen. Da bin ich schon lange nicht mehr am Maximum dran. Also im Lager das Maximum. Also 20 solltest du schon noch zusammenkriegen. Ja, ja. Stimmt, ich könnte gleich auch nochmal fix nach den Runen schauen. Fällt mir gerade mal so ein, ob ich da noch was ändern kann. Also zum einen könnte ich auf jeden Fall reinnehmen, dass ich mehr Blutfiole mitnehmen kann. Auch wenn ich bis jetzt wenn dir das selten... Halt hilft. Wenn du eh gewonnen wirst, ist halt nicht so sonderlich effektiv, habe ich gehört, ne? Gibt's doch nicht mehr. Nee, wenn man gewonnen hätte, nicht, aber ich meine. Ja, die Kombo eben war böse. Das ist schon richtig. Ja, da werde ich gleich mal gucken, ob ich da nicht tatsächlich vielleicht doch. Ja, vielleicht irgendwie mehr Ausdauer einfach mitnehme. Alter. Alter. Na, oh, ich hasse das, wenn man die Viecher nicht richtig looten kann. Ach stimmt, nach reparieren könnte ich gleich auch nochmal eben schauen. Aua. Mich fast von den beiden Fetten machen lassen, weil ich nicht richtig aufgepasst habe. Aber nur fast. Ja, gut. So, dann einmal wieder zurück in Traum. Gucken, ob ich irgendwas an Runen ändern kann. Und dann machen wir den nächsten Versuch. Ich weiß nicht, ob... Ich weiß natürlich, wie gesagt, jetzt echt nicht, was dann noch kommt bei dem Boss, aber... Bisher stirbst du jedenfalls am häufigsten an ihm. Ja, ich bin an manchen bin ich schon schneller und häufiger gestorben. Bist du spontan nicht bei welchem? Nee, spontan auch nicht. So. Erstmal die Waffe reparieren. Ja. So, Blutedelsteinverstärkung. Was habe ich denn momentan drin? Was macht denn der physische Angriff 2,7? Ja. Wiedergewinnungspotenzial 1,8. Was war denn Blutfärbung skalieren? Achso, ja, Blutfärbung skalieren, okay. Ja. Ausdauerkosten reduziert und langsamer Gifteffekt, ob man den vergiften kann? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, habe ich nie ausprobiert. Der physische Angriff und der... Ich könnte natürlich das Geschicklichkeitsscaling nochmal erhöhen. Dann ist dann A-Scaling drauf. Das wird auf jeden Fall... Und das hier sieht auch nicht schlecht aus. Alles den Schaden, was ich hier habe, glaube ich. Im Gegensatz zu dem Ding, was ich momentan drin habe. Nehmen wir doch einfach mal das hier, oder? Ah, dann kommen wir nehmen das Geschicklichkeitsscaling rein. So. Gucken, ob wir hier irgendwo was verstärken können noch. Nehmen wir die hier noch rein. Äh,
Ja, und hier haben wir da auch noch eine Verbesserung. So. Dann können wir nochmal in den Altar gehen, ob ich hier noch irgendwie was anderes nehmen kann. Was hatte ich denn? Physischer Schadenreduktion hatte ich momentan drin. Maximal tragbare Fiolen. Da würde ich einfach mal sagen, nehmen wir jetzt einfach mal die rein, dass ich allgemein mehr Leben habe. Ja, 10% mehr Leben ist schon gar nicht mal so schlecht. Was hatte ich hier? Maximale Ausdauer. Ja, würde ich sagen, machen wir das einfach mal so. Haben wir nur 20 Fiolen dabei, aber... Ja, habe ich ja eben schon mal gesagt. Bis jetzt bin ich da irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich in irgendeinem Fight mal alle verbraucht habe. Ja. Ja. Aber ich glaube, dann bin ich auch nicht mehr Maximum reingegangen in den Fight, wenn ich alle verbraucht habe. Höchstens bei dieser komischen... bei dem letzten Boss, den ich gemacht habe, da in dem Giftgebiet. Amygdala. Ja. Da glaube ich, habe ich in einem Versuch mal alle verbraucht. Aber ich glaube, in dem Kill-Try habe ich 6, 7 nur verbraucht, wenn ich mich nicht irre. Hätte ich drauf achten können, die habe ich heute gerendert, die Folge. Ah, weiß ich leider nicht. So, mal schauen. Jetzt haben wir mehr Leben. Warum habe ich eigentlich nicht volles Leben? Obwohl ich im Traum gerade war. Weiß ich nicht. Okay, also scheinbar, wenn man im Traum mehr Leben dazu bekommt. Alter. Wenn man im Traum mehr Leben dazu bekommt, dann regeneriert sich das nicht, wenn man den Traum verlässt. Also das ist das Einzige, was ich mir gerade erklären kann. Ich habe ja im Traum die Rune gewechselt, dass ich mehr Leben habe. Da habe ich dann nur leider nicht drauf geachtet. Aber ich meine, mich hat danach nichts gehittet. Von daher kann schlecht irgendwie was anderes der Grund sein. Aber gut, dann lohnt es sich wenigstens gleich eine Blutfiole zu nutzen, wenn wir an der einen Stelle uns haben runterfallen lassen. So, ja, jetzt lohnt sich eine Blutfiole zu benutzen. Was habe ich denn jetzt für ein Buff? Habe ich irgendeinen Edelstein eingesetzt, dass ich irgendeinen Buff bekomme, wenn ich eine Blutfiole nutze? What the fuck? Da habe ich eben gar nicht drauf geachtet. Wenn du voller HP hast, dass du dann mehr Schaden machst. Ah, ich hatte eben, eigentlich hatte ich nur was gesehen, dass ich theoretisch was habe, wenn ich nah am Tod bin. Das gucken wir doch mal ganz kurz. Kann ich das nachgucken? Sehe ich das, wenn ich auf meine Waffe gehe? Nö, wenn du alle deine Edelsteine durchschaust. Da sind die. Blutangriff, Blutangriff. Ich habe hier was bei nahem Tod. Hä? Und ich habe irgendwie dauerhafter GP-Gewinn? Ja, das kann das natürlich auch sein. Aber den hatte ich eben noch nicht, als ich nicht volles Leben hatte. Was irgendwie merkwürdig wäre. Aber gut, ist auch egal. Du hast die Steine gerade eingebaut, Björn. Ich weiß nicht, was du da einbaust. Ja, ich... Willst du denn schon durchlesen? What the fuck, was machst du jetzt schon? Ah nein, das ist der andere... Ah, das war der andere Angriff. Falsch gelesen. Hm. Willst du
du mich trollen, ey. Nee, ich hab irgendwas, was ich bei vollem Leben. Ich muss mal schauen, wo du ihn vorbeiführst. Alter, wenn seine Waffe nicht so eine extreme Reichweite hätte. Aber ich hab's geschafft, ihn zu parryen. Nice. Jetzt hat er, glaube ich, den Verstand verloren oder so. Ich war nicht mal in der Nähe und er schlägt mit seiner Waffe zu. Manchmal hilft das, ne? What the fuck? Was ist denn jetzt mit ihm kaputt? Aua. War knapp. Okay. Irgendwie benutzt er dieses Mal viel mehr physische Angriffe. Nein! Scheiße! Nein, 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 bitte nicht, 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 komm schon, hau ab, lass mich in Ruhe. Ich hab gesagt, lass mich in Ruhe. War nicht so kooperativ. Geht so. Ich hatte gerade nicht mehr besonders viel Leben. Und ihn schon relativ weit runter. Oh, shit. Dort, WTF, ich dachte, ich hab ihn. Er ist gerade. Ja, weit runtergefallen nicht, aber. Aua. 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 Ich dachte eben, er wäre runtergefallen. Das ist er leider nicht. Wie ich es schaffe, ihn in seiner einen Attacke zu parryen, aber er sie immer noch durchbekommt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Nicht so, ja. Weil er steht dann halt immer da, aber bis ich aufgestanden bin, ist er halt auch wieder aufgestanden, leider. Achso, jetzt habe ich keine Kugeln mehr. Natürlich schlecht. Na, jetzt habe ich wenigstens wieder 5 Kugeln. Hä? Okay, er wollte gerade seine komische Attacke machen, wo er seine Waffe im Boden rammt. Dafür stand er allerdings zu nah am Abgrund. Nicht am Abgrund, sondern an der Wand. Okay. Und dann ist es verschwunden. Und er ist tot. Nice. Ist er kommt wieder. Kommt er wieder? Nein, er kommt nicht wieder. Jetzt. Danke. Märtyrer Logarius besiegt. Hinweis. Königin voraus. Okay. Alter, warum schimmert das hier so grün zum Teil? Wo du dich da wegportest, sag mal Bescheid, ob dir irgendwas auffällt, einfällt. Das verdanken wir Kooperateur. Okay, nee, das hier hinten ist auf jeden Fall keine versteckte Wand. Da können wir nicht durch. Jetzt erstmal eine Lampe. Die machen wir erstmal an. Ist das eine Lampe? Ja, ist eine Lampe. So, ob mir irgendwas auffällt. Sein Thron ist weg. Ah ne, er ist kaputt hier. Mit dem Thron nichts zu tun.
Spontan fällt mir nichts auf. Müsste, wo er gestorben ist, oder in der Nähe der Lampe müsste ein Item liegen. Ah ja, da, what the fuck, da hinten. Ganz, ganz, ganz leicht leuchtet es hier. Krone der Illusionen. Was ist das? Durch, ob es dir weiterhilft. Kann mal gucken, wo ist die denn zu finden? Hier nicht. Das ist tatsächlich ein Helm. Okay. Ich dachte, ja, wir hatten jetzt auch schon diese komischen Handschuhe zum Beispiel, waren ja auch was, waren ja auch ein Magieding. Deswegen, ich dachte, das wäre auch sowas in der Art. Eins der kostbaren Geheimnisse von Kanehurst, eins der kostbaren Geheimnisse von Kanehurst. Die Krone des alten Königs soll Illusionen freigeben und ein Trugbild mit einem Geheimnis enthüllen. Und so trug Logarius die Krone aus eigenem Antrieb, entschlossen, die einzige Seele vor dem bösen Geheimnis zu bewahren. Ja, welche Visionen sah er, als er ruhig auf seinem neuen Thron saß? Das heißt, ich sollte die vielleicht mal aufsetzen, wenn er auf seinem Thron sitzt, oder nicht? Er wird nicht mehr auf seinem Thron sitzen, ne? Nein, also ich stelle mich an die Position seines Throns und setze sie mal auf. Kann ich die überhaupt benutzen? Außerdem habe ich jetzt eine Krone, hallo? Gucken wir doch mal. Ja. Sequenz. Oh, what the fuck? Okay. Was ist jetzt los? Seid ihr wirklich Statuen? Frau voraus. Erster Gedanke eben, Winter is coming. So. Erstmal hier überall umgucken, ob hier irgendwo ein Item liegt. Kann ich hier irgendwas verkacken, wenn ich ein falsches Set anhabe oder so? Nee. Ich kann es nur verkacken, wenn du unüberlegt handelst. Okay. Hier liegt nichts erstmal. I claim no subject, but here lieth our throne. Kneel afore us. Or get thee gone. Habe ich ein Knien-Makro? Nein, nicht zeigen. Ich hab ein Beten. Nein, das zählt nicht als Knien. Okay, dann kann ich leider nicht knien, tut mir leid. Du musst sie nur unten hinstellen vor den Thron. Achso, ich muss mich direkt vor sie stellen. Nicht direkt vor sie. Nein, hier auch nicht. Hast du es oder nicht? Nee, ich bin... Unten ungefähr Meter weg von dem Sockel von ihrem Thron.
Ach, hier, da auf das Symbol bestimmt. Ah, hier kann ich knien, okay. Visitor. Moon-scented hunter. I am Annalise, Queen of Castle Kanehurst. Ruler of the Vile Bloods. And sworn enemy of the Church. Yet, our people are murdered. And we are prisoner to this wretched mask. What is it thou'rt in search of? Okay, jetzt kann ich den Ekelblutschwur leisten. Was solltest du tun? Okay. Dann gucken wir mal, was uns der Schwur bringt. Well, well. An odd hunter thou art indeed. We've tired of these piteous nights. Share in our plight and take oath against the Church. If thou wouldst this path walk, I prithee, partake of my rotted blood. Ja, habe ich eben schon gesagt, dass ich das machen möchte. Very well. Drink deep of our blood. Feel the spreading corruption burn. Now, thou art too a vile blood. We too, the very last on this earth. So, Korruption und Kanehurst-Abzeichen haben wir bekommen. Okay. Und die Geste Respekt. Genau, und wenn, also wenn du PvP machst, würdest du jetzt da die Sachen abgeben können. Okay, Blutsamen werde ich dementsprechend nicht haben. Genau. We await thy return for the honor of Kanehurst. So, ja, das war doch eine erfolgreiche Folge. Nachdem ich irgendwie 3 Versuche oder so brauchte, hat es dann am Ende doch noch relativ gut funktioniert. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.